La partnership tra Oral Engineering e Kimco è essenzialmente una partnership tecnica e all'interno di questa partnership esiste il progetto Moto 3. Abbiamo realizzato un video che mostra tutte le fasi di costruzione della moto da corsa, dall'idea sul computer alla costruzione delle singole parti per arrivare fino alla realizzazione completa della moto. Completata il montaggio della moto, rimaneva da fare la fase della verniciatura di questa moto. Ci è venuta l'idea di abbinare il progetto della moto a un grande artista. È per questo che abbiamo contattato Walter Maurer, che è uno dei più grandi artisti della pop art, e a lui abbiamo affidato il compito di dipingerla. Die Idee war ja mit Franco und mit mir, was Besonderes zu machen, das Motorbike da kunstvoll zu machen, so Art, Design Art. Und es wird aber auch ein Single bleiben, dieses Motorrad. Das erste ist das Gespräch mit dem Customer. Und Franco hat zu mir gesagt, Walter, ich möchte was Besonderes, was Einzigartiges. Da ist es sehr schwierig und ich habe dann zurückgedacht mit meiner Arbeit mit Roy Lichtenstein. Für mich war das sehr, sehr schön, mit den amerikanischen Artisten zu arbeiten, wie mit Andy Warhol, mit Fuchs Wien, Cesar Manrique, Spanien, Frank Stella. Roy Lichtenstein ist auch ein Artist gewesen, der sehr mit Buntfarben gearbeitet hat. Und das hat mich eigentlich auch inspiriert für meine Arbeit, für das Design Car, Come Together. Das kann man ja nehmen, auch der Mensch und das Automobil sind aufeinander angewiesen. Walter ha preso i colori della bandiera di Taiwan, il blu, il bianco e il rosso. Das war mir sehr wichtig, dass man das alles trifft. Also, dass der Sponsor seine Farben hat, dass die Idee, die Menschen auf der Rennstrecke, die kommen auch zusammen. Trovo che sia un esercizio straordinario, di vera arte, ha centrato l'obiettivo. Der Racing ist für mich sehr wichtig. Wie Sie vielleicht bereits wissen, bin ich selber gefahren. Und das ist so inspirativ für mich, Motorsport, dann auch Rennfahrzeuge, das zu gestalten. Das ist für die Leute ist es sehr interessant, das Gefühl zu entwickeln, Freude zu entwickeln durch Farben im Motorsport. Se voi vedete le mani di Walter quando dipingono la moto e guardate le mani degli altri artigiani che lavorano, piegano le lamiere, questa è un'armonia incredibile. È arte piegare i tubi, piegare le lamiere, lavorare i pezzi del motore come dipingere questa moto. Il risultato è, secondo me, strabiliante. Vorrei ringraziare Walter Maurer per la passione con cui ha dipinto questa moto, l'amicizia che ha dimostrato nei nostri confronti e vorrei ringraziare la Kimco per questa opportunità che ci ha dato.